Mr. Raiden, sir? Where is she? I'll tell her you've arrived. Over here! Hi there, stranger. Hey. You're looking good. Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Jake? Good boy! I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. So exactly what kind of... You'll see. Ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sonny. Hmm? The flight plan is already set. You're good to go. Please switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no-smoking flight. Roger. Ready for countdown? No time for that. Ignition! Well, anything? Nothing. You sure we got the right place? Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right. I'm headed in. Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Rising Revengeance. Ja, im letzten Part sind wir aus Denver entkommen und haben auch den Jetstream Sam auch besiegt. Was ich übrigens auch sagen muss, ist auf jeden Fall, das war ein richtig, richtig cooles Duell. Und ein auch richtig epischer Bosskampf. Aber wir müssen jetzt keine Zeit verlieren. Denn für uns bleibt nur noch eine Aufgabe zu erledigen.
Vor allem diesen Wächter fand ich da richtig voll cringe. Er sitzt da einfach rum, isst Pizza und schaut sich irgendwelche Ecchi und Hentai-Magazine an. Das muss man ihm lassen, also er liebt seinen Job. Kein Schaden. 6000. Ich dachte, die werden mich da schon mit dem Raketenwerfer treffen. Why would they have their cyborg set to the same illegal exit code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with... the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado-Marshall connection... won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brainjacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into. Not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the U.S. military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. So, so, die wollen also einen weiteren Krieg auslösen. Ryder, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Aber was wollen jetzt diese Söldner mit Pakistan? Also ist ein bisschen komisch. Wollen die wirklich einen Krieg zwischen Amerika und Pakistan jetzt hier auf einmal riskieren? Ich glaube, die Vereinten Nationen würden da nicht so sehr zufrieden drauf reagieren. Okay, da ist ein weiterer mit einem linken Arm. Nein, ihr habt nichts gesehen. Oh Mann. Dass hier irgendetwas versteckt ist oder so. Ah, eine Kiste. Okay, Reparatur, Nanopaste. Ich habe zwar alle voll, aber naja, kann nicht schaden. Diese blöden Kameras. Vorsicht. Und tschüss. Perfekt, noch ein weiterer linker Arm. Schön. Jetzt haben wir 12 von 30. Das war knapp. Beinahe hätte sich dann umgedreht und mich dann entdeckt. Da ist noch einer. Ja, um einen kann ich mich richtig gut kümmern. Aber diese blöde Kamera da. Perfekt. Machen wir weiter. Ist das Wolf?
isn't Saucy Jack. Just a little too late, as usual. Armstrong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Raiden, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value. The economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession it's been stuck in since the fall of S.O.P. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? DMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. Meine Güte, halten Sie Metal Gear Celsius auf. Kann sich so etwas ein US-Senator überhaupt sowas leisten? Von dem, was ich da jetzt von Armstrong jetzt verstanden habe. Er will diesen Konflikt wieder mal, er will diesen Konflikt eskalieren lassen, um die Wirtschaft und die ganze Situation quasi, also die
Wirtschaft seines Landes zu verstärken und allgemein wieder mal zu zeigen, dass Amerika jetzt Nummer 1 ist. Ein richtig interessanter US-Senator. Ernsthaft, wie kann er sich sowas überhaupt leisten? Das Ding würde so Milliarden, wenn nicht Billionen kosten. Na, hat dir das gut gefallen? Das ist nicht gut. Oh Mann. Das gehört jetzt mir, dankeschön. Komm schon, greif mich an. Was zum... Warum ist nicht gesprungen? Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Warum? Ja, du kannst gleich meinen eigenen Zorn spüren. Zorn der USA, Marsch. So, jetzt muss ich wieder mal sein Bein eingreifen. Los geht's. Was hat er vor? Jo! Was? Ist klar! Ryan rastet hier richtig aus. Gib mal her, das Ding. Gehen nach Hause, du. Jetzt bist du dran.
little bastard! I don't have time for this. Oh, you've gotta be kidding me! Let's go! The hell are you thinking? Played college ball, you know. That's a cushy Ivy League school. I could break the president in two with my bare hands! Don't fuck with this, Senator! What the hell are you? Why don't you stick around and find out? Mal ganz ernsthaft, was ist der Höhe? Was ist das für ein Kerl überhaupt? Aus seinem normalen US-Senator ist er jetzt plötzlich zu einem Hulk geworden oder so in etwas. Schön hier auf Steroiden und Anabolikas hier voll aufgepumpt. Meine Fresse. Vor allem, wo er ihn dann weggekickt hat und dann auf einmal dort Jubelgeräusche von der Tribüne so kamen. So, was? Capital and votes. Wanna know why? I have a dream. What? That one day, every person in this nation will control their own destiny. A land of the truly free, damn it. A nation of action, not words, ruled by strength, not committee. Where the law changes to suit the individual. Not the other way around. Where power and justice are back where they belong. In the hands of the people!
me. To think. To act. For himself! Fuck all these lipstick liars! And chicken shit bureaucrats! Fuck this 24/7 internet spew of trivia and celebrity bullshit! Fuck American pride! Fuck the media! Fuck all of it! America is diseased, rotten to the core. There's no saving it. We need to pull it out by the roots. Wipe the slate clean. Burn it down! And from the ashes, a new America will be born! Evolved, but unchanged! The weak will be purged. And the strongest will thrive. Free to live as they see fit. They'll make America great again! What the hell are you talking about? You still don't get it. I'm using war as a business to get elected! So I can end war as a business. In my new America, people will die and kill for what they believe. Not for money, not for oil. Not for what they're told is right. Every man will be free to fight his own wars. So, what do you think? How the hell did you get elected? Well, I don't write my own speeches. You should try fighting for what you believe in sometime, Jack. Not for a company or a nation or for anyone else. Maybe I was wrong about you. Am I finally getting through? I'll rid this world of pointless wars, Jack. I was wrong. You're not greedy. Shit insane! Making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg. Not when you're purging the weak, right? What do you know about the weak? You weren't born poor. You've never been hungry. You don't know what it's like to fight and steal and kill just to survive. But you did survive! Through sheer force of will, following your own set of rules. With your own two hands, you took back your life! And now, I'll take yours. Mal ernsthaft, hat Kojima wieder mal hier Nostradamus gespielt oder was? Make America Great Again, ey. Bedenkt bitte, Leute, dass dieses Spiel im Jahre 2013 rauskam. Ich weiß, viele werden sagen, das ist purer Zufall, aber Kojima hat hier fast Donald Trump hier vorher gesagt. Und ich weiß, dass dieses Make America Great Again nicht von Trump kommt, sondern von Reagan. Von seiner Wahlkampagne aus den 80er Jahren. Trump hat es dann später von Reagan dann übernommen.
Also bitte jetzt nicht sagen, das kam von Trump, das kam von Trump, das kam von Original, kam das von Reagan. Aber wenn man bedenkt, in welchem Jahr dieses Spiel hier stattfindet, und zwar im Jahr 2018, und dieser US-Senator hat sich für Präsidentschaftswahl 2020 hier nominiert, da kann man schon ein bisschen sagen, dass er hier etwas mit Trump zu tun hat. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Armstrong hat in ein paar Punkten recht. Aber was er da jetzt ihm angeboten hat, er will einfach aus Amerika einen zweiten Wilden Westen machen. Und das wird leider nicht funktionieren, muss ich ihm ehrlich sagen. Aber in einigen Punkten hat er recht. WTF. Oh, verdammt! Komm schon! Ja, sag mal, geht der überhaupt jetzt nicht kaputt, oder was? Trauma. You can't hurt me, Jack. What did I just say? Time to end this. Think that little sword can save your master? Well, go ahead then. But make no mistake, Fido. When I'm finished with him, you're next. I was not designed to fear termination. Huh? However, Directive 01 is to ensure all data acquired is preserved and passed along. To expire here would violate that directive.
That's a good boy. However, Raiden came to my aid. I have learned from him. When Samuel fell, data analysis was inconclusive. But that has changed. I have established new parameters now, created my own directives. You little fuck. Burn.
cannot get. Here we go.
Your dream dies with you. Oh, maybe not. You've guaranteed the status quo will go on. For a while longer, at least. War will continue as an institution. As industry, men will fight for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. But at least I'll leave a worthy successor. You, Jack. You carve your own path. Use whatever methods you see fit. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber das war eines der epischsten und einfach genialsten Bosskämpfe, die ich jemals überhaupt erlebt habe. Also das war richtig, das hat sich fast wie Dark Souls jetzt angefühlt, Leute, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und wisst ihr, was das noch das Schlimme ist? Man muss das Spiel dann auf Revengeance, also in diesen Bossen dann, alles schaffen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Also viel Spaß, wer das jetzt das machen kann. Aber ich sag's euch, Leute, dieser Boss, also Armstrong, er wird euch so fertig machen, dass Dark Souls sich wie Kindergarten anfühlen wird. Vertraut mir. Ach du meine Güte. Pet ride for your family? But first, our top story. President Hamilton returns from Pakistan today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shahbazabad last May. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the War on Terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. This is amidst growing tensions within Pakistan between the country's civil and military leadership, with many in the government calling on the ISI military intelligence agency to be investigated. Unbelievable. After all that. For the last time, let it go, Courtney. At least Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden. There he is. I had excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care, but this is just the beginning. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? The older children can work now, the rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know. We're not running a charity here, huh? Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they'll learn a trade.
Perhaps some discipline, eh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education. Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance, huh? No! Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kidding. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi, Sunny! Where you have this den? Hang on. Just give me 1 second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? You're same age as me, but all this spaceship? You're a genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Alert. Alert. Releasing data. This is about a crazy world, nah? For me, see that ninja. Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. To some people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past. He had it rough. And he hurt a lot of people. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. Wow. Einfach genial. Leute, das war auf jeden Fall ein richtig grandioses Spiel und wow. Was kann ich allgemein, also ich fange mal erstmal an. Die Story ist richtig cool. Und vor allem auch mit Armstrong. Ich sag's euch, wo er dann über seinen politischen, also wie soll ich sagen, seine politische Vision da geredet hat und wie er Amerika verändern will etc. Ich denke mir so, ey, Kojima, hast du etwa zu Hause ein, ich weiß nicht, ein Spiegel, der dir die Zukunft vorher sagt oder wie? Also das ist einfach richtig verrückt, dass er mit diesem Spiel schon, wie gesagt, schon beinahe diese Präsidentschaftskampagne von Trump vorher gesagt hat. Bedenkt, Leute, nochmal. Dieses Spiel kam im Jahr 2013. Und Trump hat sich für US-Präsident, ich glaube, im Jahr 2015 oder 16 dann kandidiert. Und dann hat er auch die Wahl dann, dann auch gewonnen. Ich glaube, das war 2015 und 2014. Irgendwo so war das auf jeden Fall. Aber dann der Soundtrack. Ja, der Soundtrack ist auf jeden Fall richtig genial. Vor allem mit den Bossfights ist das richtig cool. Grafik ist richtig top. Vor allem, man muss bedenken, das Spiel kam für PlayStation 3 raus und
Auf PlayStation 3 sieht das richtig gut aus. Ich habe auch gehört, dass auf PC und Xbox das auch richtig gut aussieht, aber wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe das Spiel für euch auf PlayStation 3 gespielt. Und allgemein hat mir das Spiel richtig gut gefallen. Also ich weiß nicht, was ich jetzt da bemängeln kann. Okay, eine Sache kann ich schon mal bemängeln, dass das Spiel ein bisschen zu kurz ist. Also ich hätte mir mehr Bossfights und mehr Story-Elemente gewünscht. Es gibt noch dazu auch ein paar DLCs, wo man mit Jetstream Sam spielt und noch mit Blade Wolf, aber ich möchte die nicht spielen. Ich möchte das alles euch überlassen, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, damit ihr das auch selbst dann erfährt. Vertraut mir, das Spiel lohnt sich. Es lohnt sich, das Spiel zu kaufen. Vertraut mir. Es ist natürlich immer noch eine offene Frage, ob Platinum Games irgendwann in der Zukunft mal einen zweiten Teil für Rising machen wird. Der Director von Platinum Games, habe ich mal gelesen, der wollte einen zweiten Teil machen, aber nach dem Konflikt mit Kojima und Konami haben die das dann auf Eis gelegt und er hat dann später gesagt, dass das wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr der Fall sein wird, dass irgendwann der Sequel rauskommt. Vielleicht werden wir irgendwann eines Tages einen neuen Teil von Metal Gear sehen. Vielleicht, wer weiß. Aber ich finde, Metal Gear Rising ist auf jeden Fall ein perfekter Abschluss für die gesamte Metal Gear Solid Reihe. Es war auf jeden Fall ein sehr großes Abenteuer, für das, was wir hier erlebt haben, durch die ganze Metal Gear Solid Reihe. Snake Eater, Peace Walker, Ground Zeroes, Phantom Pain, Metal Gear 1, Metal Gear 2, Sons of Liberty, Guns of the Patriots und jetzt Rising. Ich habe allgemein jetzt alle Spiele gespielt von Metal Gear, die ich jetzt spielen wollte. Metal Gear Solid, wie gesagt, habe ich nicht gespielt, weil ich möchte das euch selbst überlassen, damit ihr erfährt, warum das Spiel richtig grandios ist. Portable Ops, Asset und Ghost Babel, ich weiß nicht. Also ich möchte auf jeden Fall irgendwann mal Portable Ops mal auch Let's Playen. Aber ob ich das jetzt mit Asset oder mit Ghost Babel mache, das ist eine ganz andere Frage, also ich bin mir nicht sicher. Aber allgemein ist das Abenteuer für mich mit Metal Gear Solid jetzt komplett zu Ende. Und ich bin sehr froh, dass ich eines dieser grandiosen Spielereien jetzt durchgespielt habe. Ich glaube, ich habe euch damit jetzt auch bewiesen, warum das Spiel richtig grandios ist. Also die gesamte Metal Gear Solid Reihe. Und warum ihr es auch spielen solltet. Ich weiß, irgendwann werden wir einen Remake sehen. Aber wie gesagt, für Remakes interessiere ich mich überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, es wird gut. Vielleicht auch nicht, aber ich hoffe, es wird auch gut. Aber wie gesagt, Remakes werde ich nicht Let's Playen, weil das ist nichts Interessantes für mich da. Also tut mir leid. Ja. Mir bleibt nur mich bei euch zu bedanken, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, dass ihr bei diesem ganzen großen Metal Gear Solid Abenteuer dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, wie wir das ganze Abenteuer hier mit Snake, mit Raiden etc. hier erlebt haben, mit Venom Snake auch. Mein Name ist GameTyp. Nochmals danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann beim neuen Let's Play einer weiteren Spielereihe, die in der Zukunft dann kommen wird. Nochmal danke und bis dann und schönen Tag.
Oh, good, good. Her doctor's research and staffing service certainly help. I hear World Marshal's looking for a buyer. Well, you cost them a lot of money, no? Not to mention killing their funding. Literally. The breathtaking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Yeah. Fighting for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. Beg pardon? No. Nothing. Oh. So, your mind is made? You will not come back? Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? I've got my own war to fight.